Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part Let's Play Pro Evolution Soccer 2011 Meisterliga mit dem VfL Bochum. Ja, mit einem 2:0 Sieg haben wir letztes Mal verlassen. Und ich habe mal zwischendurch ein wenig geübt, also vorhin. Weil davor habe ich ja nur Meisterliga gespielt und nichts anderes, noch nicht mal ein Freundschaftsspiel, außer das Battle gegen Deamor. Und ich habe einfach mal aus Spaß, damit ich mich dran gewöhne, auf Profi gestellt. Aber überraschenderweise habe ich gegen Profi besser gespielt als gegen Fortgeschritten. Und ich weiß nicht wieso, aber auf jeden Fall, da habe ich kein Spiel verloren. Und ja, vielleicht bringt mir das ja Glück. Wir stellen jetzt hier auch auf Profi um. Vielleicht, auf jeden Fall ist da mehr zu sehen und keine Ahnung. Schauen wir mal. Also mir hat's Glück gebracht. Schauen wir mal. Aber da hat auch Dedic getroffen, der jetzt verletzt ist. Naja, was soll's, gegen Greuther Fürth und danach wieder Pokal gegen Köln. Also mal Greuther Fürth. Oha, die sind alle top drauf. Könnte schwer werden. Das heißt könnte, es wird schwer. Okay, dazu muss man auch sagen, ich habe da auch ein bisschen andere Formation gespielt, nicht so offensiv wie jetzt. Aber die kann ich hier leider nicht machen. So, wie machen wir das am schlauesten? Paul Freier, Meterschütze ist ja schön und gut. Lasst mich kurz überlegen, wie wir das am schlauesten lösen. Da habe ich nicht anders gespielt mit zwei Defensiven zur Absicherung. Ich glaube, das werde ich auch wieder machen, zumindest. Weil das ist mir ein wenig zu offensiv. Chantese, Saglik. Chantese ein bisschen weiter vorne, Saglik ein bisschen weiter hinter, Azuak so. Aber unsere grandiose Offensivtechnik hat ja bisher nicht so funktioniert und. Naja, schauen wir. Profi! Mal gucken. Etwa ich blamier mich jetzt vollkommen, was ich bezweifle. Oder wir spielen gut. Vor allem ist jetzt mehr Spannung drin, da die Gegner auf Profi doch schon einige mehr Chancen haben. Wie ich drauf gekommen bin, in den Kommentaren, wurde mir von einem Karlsruher geschrieben, dass es zu einfach ist. Und 3-0, da habe ich mir gedacht, okay, dann will ich mal euren Wunsch ändern und ich spiele eine Stufe höher. Ich habe 5, 6 Spiele gespielt, alle gewonnen auf Profi. Wer weiß, wieso. Und das mit Bochum. Also ich habe am Anfang gespielt mit Arsenal, um mich einzugewöhnen, dann mit Bochum und es ging. Na gut, da hatte ich auch. Naja, mal schauen. Könnte jetzt lustig werden. Einfach, wir kriegen jetzt eins gleich auf die Gusche, was ich bezweifle, oder wir spielen gut. Vorbereitung hat mich ja überzeugt. Dann fangen wir mal an. Das Spiel läuft. Ab geht's. Und jetzt sagt bloß nicht wieder die Lecks. Ah, doch nicht. Ich wollte schon sagen, die Lecks fangen wieder an. So, erster Ballverlust schon mal. Miomi Azuak. Mal hier Saglik. Eine riesen Chance. Azuak. Kommt nicht. Kann keinen zweiten Schuss hinterher setzen. Ich sag's ja, auf Profi spiele ich irgendwie besser. Wer weiß wieso. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bug ist, dass. Wow. Dass Profi irgendwie in der Abwehr schwächer ist, dafür im Angriff stärker. Was auf jeden Fall ist. Was sie auf jeden Fall sind. Aber naja. Schauen wir mal weiter. Azuak. War hier Saglik. Ah. Wirklich solide Abwehr. Dabrowski. Schön. Ah. Müller dazwischen. Aber jetzt. Hervorragend. Mitte nach vorn gepasst. Müller. Gegen Konter. Ah, Alessi. Und schon wird Druck auf den Verteidiger ausgeübt. Irgendwie leckt es gerade brutal. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber es ist schon nicht mehr so schlimm wie davor. Also wie im letzten Spiel. Ah, was mache ich denn da? Das war nicht so schön. Falk mir. Neri.
gegen Federico. Dann den Pass trotzdem spielen. Dabrowski verfolgt Nöte. Nöte, Federico. Chantese. Gorkenhartz. Maier Saglik. Bönig. Versucht's mal. Und da ist es 1-0. Junge, Junge. Das geht gut los hier. Junge, Junge. Ich sag dir auf Profi, da spiele ich irgendwie besser. Für alle, die meinen, ist keine anständige Stufe davor gewesen. Auf Amateur, das war ja eh zu leicht. Fortgeschrittener kam ich irgendwie nicht über 0-0 hinzu. Und Profi, jetzt läuft's. Ja, aber erstmal sehen wir doch mal die schöne Tor von Bönig. Schön. Und ab geht's. Das meine ich damit. Es ist auch anschaulicher zu spielen, weil die Gegner mehr Chancen haben. Ist ja nicht immer Fußball nur auf einer Seite. Guck mal. Ah! Ging ran. Und gucken wir. Ja, doch. Wen hat er ihn eindeutig? Ran. Langes Ding. Dabrowski. Chantese. Ah. Kein guter Pass. Nee, kommt aus einer Abseits. Der Schiedsrichterassistent zeigt es an. Abseits. Korrekt, vollkommen korrekt. Da stehen so alle beide im Abseits. Ja, hier. Ah, ist mir zu unsicher. Ein langes Ding. Maier Saglik. Azuak. Wieder auf Saglik. Der wunderbar wieder zurück. Miumim Azuak mit einer Drehung. Mal mit dem Schussversuch. 2-0. Und damit sind sie jetzt mit zwei Treffern vorne. Jetzt sind sie gar nicht mehr zu halten. Gekommen, um sich angenehm zurückzulehnen, aber wunderschön. Wunderschön. Ich sag ja, auf Profi läuft's. Es läuft. Er kann mit beiden Füßen mit dem Ball umgehen, aber. Und ihr habt gesehen, ich habe umgestellt. Sogar nochmal nachgeguckt. Ja, so arg, das macht überragend. Naja. Mit ein bisschen Übung habe ich jetzt auch verschiedene Schusstechniken rausgefunden und alles. Wusste ich ja alles vorher nicht. Also ich habe einfach, also ich wusste schon, aber dass da dieses Pro Evolution Soccer so anders ist als die anderen, muss ich mich da erstmal dran gewöhnen. Weil hier muss man, also man musste ja schon vorher gucken, mit welchen Fuß man schießt, weil das enorm wichtig ist. Aber hier ist es ja nochmal ein bisschen extremer. Also hier geht ja fast gar nichts mit den Schwachen. Also ab und zu mal. Richtig, den Schuss muss er besser platzieren. Aber irgendwie macht es Fürth uns auch ziemlich leicht. Obwohl die so eine überragende Form haben. Kaplan. Mann. Müller, abseits. Wunderbar. Ja, richtig, das war abseits. Alles ruhig, nichts passiert. Oh ja, so langsam fangen wir an, wie ein Aussteiger zu spielen. Ach, nicht so. Alesic. Müller. Jetzt ganz frei vom Tor. Kortmatz im letzten Moment. Werden wir Bedrängnis gesetzt und Bönig. Hätten sie fast eine gute Chance gehabt. Jetzt haben wir wieder Raum zum Kontern. Genau das hatte ich vorher ja nie. Oder zumindest schon und hab dann nicht genutzt. Schön gemacht von Dabrowski. Wir werden ihn schmerzlich vermissen. Da ich so dämlich war und mir nicht das Angebot durchgelesen habe. Ich habe gedacht, die wollen den Vertrag verlängern. Naja, was soll's. Erich. Nöte. Ah, das ist schlecht. Nöte. Und Korkmaz dazwischen. Mann. Gutes Ding. Nering. Oh, wie kann man so mit seinen Chancen umgehen? In 100 Läuft. Fällen macht er den 99 Mal rein. Sein großes Pech, das war gerade Fall 100. Ja, das ist ärgerlich, wenn es Fall 100 war. Kaplan. Müller. Korkmaz. Oh, wunderschön. Ja, das war zu lang für Chantese. Aber Korkmaz hat ihn immer noch. Korkmaz. Konca. Chantese. Maier Saglik. Ja, zu steil gespielt für Federico. Ja, hier. Holt sich ihn schön wieder. Bönig. Federico. Azuak. Chantese.
Dabrowski. Dabrowski nimmt sich mal ein Herz. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Ja, richtig. Ui. Langes Ding. Alesic. Dabrowski. Dabrowski macht er gut, aber Alesic setzt nach und holt sich ihn wieder. Auf Nöte. Nering. Kaplan. Und ja, hier. Endstation. Und jetzt geht's wieder ab. Saglik. Chong These. Saglik. Ah, nee. Falkenberg haut ihn raus. Maltritz. Dabrowski. Gottmatz. Chong These. Geht wieder hin und her. Ah, jetzt spielen wir uns selber an. Solide Abwehr. Nöte. Schönes Ding auf Nering. Er kann sich gut durch. Oh, schön gemacht von Kaplan. Kaplan gegen Gottmatz, der ist schneller. Gottmatz zündet mal den Turbo. Oder auch doch nicht. Wird gehalten. Oh, starker Pass auf Nöte, der jetzt ganz frei verlootet. Nöte. Versucht da über technisch überragend zu machen. Und fast ist es aufgegangen. Das war technisch ganz großes Kino. Alesic. Goncha, raus damit! Eggy Mann! Ja, hier, hau ihn raus! Petkovic, Gottmatz, jetzt müsste es eigentlich vorbei sein. Azuak. Ja! Der Schiedsrichter damit endet die erste Hälfte. Wird man sich nicht mehr nehmen lassen. Und wir führen 2-0 auf Profi, immer noch auf Profi. Sieht man auch deutlich an den Schüssen jetzt von Fürth. Aber dass wir 2-0 führen, ich sag ja, Profi kann ich besser spielen. Wieso auch immer. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit.